Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, Maxi. Und ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen weiter gebaut. Ich habe hier auf jeden Fall alles jetzt umrundet, auf beiden Seiten da noch ein Tor hingepackt und hier entsteht dann nach und nach die Begrenzungsmauer. Fürs Erste, ich habe jetzt erstmal den Baum bzw. hier das Stück außen vorgelassen, zum einen wegen dem Metall, zum anderen wegen dem Baum. Und außerdem braucht es halt so massig Ressourcen, bis wir das hier voll haben. Das kriege ich gar nicht so schnell hin. Was wir jetzt allerdings machen, gerade weil das so viel Ressourcen braucht, hätte ich sehr gerne einen Dödi. Das heißt, wir machen uns jetzt sofort auf den Weg in den Redwood, denn da haben wir ja auf der Center Map einen Dödi gefunden, relativ schnell sogar. Ich habe mir dafür hier ein bisschen Opiat hergestellt, Narkotik habe ich auch mit. Hier sind ja auch die Karotten und die Kartoffeln noch am Start. Deshalb sollten wir das vielleicht sogar ganz gut über die Bühne bekommen mit dem Dödi. Das wäre echt super, wenn das klappen würde. Natürlich kommt mein Pärchen hier nicht den Berg hoch. Ach, Manno. Aber egal. Hier sind inzwischen auch ein paar Schafe gespawnt. Das heißt, sollte ich mir demnächst mal ein Raubtier zähmen wollen. Also so Allosaurus oder ein Rex oder ein Giga, dann hätte ich hier auf jeden Fall einen Haufen Raw Matten. Allerdings würde ich mir sehr gerne zuerst eine Schafherde zulegen wollen, um die Schafe zu züchten. Das heißt, immer wieder ein Babyschaf machen, dann das Schlachten oder eins von den anderen Schlachten. Und schon hat man wieder Raw Matten. Theoretisch. Wer weiß, ob das so funktioniert, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber eigentlich wäre das halt schon sehr praktisch. So. Hier ist bis jetzt zum Glück nichts Gefährliches aufgetaucht. Im Redwood kann sich das ja allerdings sehr schnell ändern. Deshalb bin ich da auch ein bisschen so auf der Hut. Nicht, dass wir hier unseren Equus verlieren. Ich hoffe mal, dass das alles soweit gut geht. Hier geht es dann jetzt runter. Wir können von oben schon mal ein bisschen beobachten. Es sieht noch relativ friedlich aus. Da unten läuft auf jeden Fall was. Ist das etwa ein Megapithecus? Nein, das ist ein Equus. Okay. Equus müssen wir für Raikun auch noch eins zähmen. Wenn er dann wieder mit am Start ist. Oha, ein Alpha-Wolver. Natürlich, wenn ich in den Redwood will, dann brauchst du natürlich hier auf. Und hier ist noch ein Zombie-Wolver dabei. Oh mein Gott. Aber schaffen wir auch. Mit links, mit unserem Equus. Kriegen wir hin. So, da rennt noch ein Equus. Solange die hier noch so friedlich rumrennen, scheint die Gefahr noch nicht so groß zu sein. Okay, vielleicht saß da auch jemand drauf. Das kann natürlich auch sein. Es sind ja durchaus Leute auf dem Server. Auch wenn wir sie nicht sehen. Aber das kann natürlich auch sein. Dann ist die Gefahr gar nicht mal so groß. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier so ziemlich am Rand schon einen finden. Oh, hier hat jemand eine große Base gebaut. Beziehungsweise halt nicht allzu tief rein müssen. Zum einen können von oben Raubkatzen kommen, zum anderen können überall Tribesmen auftauchen. Das Problem hatten wir bei Descenter nicht und bei Descenter hatten wir auch Beastie. Ich trauere hier immer noch nach. Ich mach mal das Gammer noch ein bisschen höher. Der Schatten, der stört mich irgendwie. Ah, es ist schon alles schade, dass der Server jetzt wieder weg ist. Ich mochte auch mein Terry-Pärchen. Ich hätte hier auf jeden Fall gerne ein Terry-Pärchen. Da würden meine Holzprobleme bestimmt auch schnell der Vergangenheit angehören, wenn ich die hier irgendwo laufen lasse. Denn die sind ja auch so, ich meine, es waren Zombie-Terrys, aber die sind halt auch so schwer klein zu kriegen. Das heißt, es sollte eigentlich kein Problem sein, die hier mal eine Runde wandern zu lassen. Okay, da hat jemand eine Plattform gebaut. Gehen wir mal in die Richtung. Und schauen uns mal an, was hier so rumrennt. Bis jetzt noch nichts. Das ist halt echt ein bisschen merkwürdig. Ja, wir haben halt auch immer hier so einen langen Weg vor uns bis in den Redwood. Da ist ein Petri.
Natürlich. Das können wir nach und nach wieder runterstellen. Da sind Terrorbirds, die kämpfen gegen eine Scherbdrecksache. Ich liebe es. Terrorbirds sind sowieso die schlimmsten Dinos. Zusammen mit den Pygmastaks. Die können mir alle mal gestohlen bleiben. Ich möchte nur einen Dödi haben. Warum die sich auch immer in so gefährlichen Gebieten rumtreiben? Ich meine, so gut sind die jetzt auch nicht, dass man sagen kann, okay, ja, die halten auch locker im Redwood aus. Wozu sollten die sich in ein friedlicheres Gebiet begeben? So ist es ja nicht mal. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Käferchen getötet. Da ist ein Parazza bei uns. Oh. Hat die Spinne etwa die anderen beiden abgebaut? Nein. Oder doch? Das sind nämlich super Chitinquellen. Deshalb baue ich die jetzt mal schnell ab, auch wenn ich hier im Redwood bin. Und das etwas gefährlich ist, aber ich sehe hier halt auch gerade keine mehr. Es waren eigentlich mal mehr gewesen. Hier. Dadurch, dass ich die mit meinem Stoß den Hinterbeinen auch noch ein bisschen wegschleudere. So, mein Ekus hat auf jeden Fall ein Level ab. Das bekommt jetzt mal Movement Speed. Und ich habe auch ein Level ab. Was bekomme ich denn mal? Ich bekomme mal Fortitude. Denn ich merke, ich habe doch noch ganz schön zu tun mit den Wetteränderungen hier. Und das muss ja nun nicht unbedingt sein. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ich jetzt hier wirklich auf Ragnarok im Redwood Dödis finde. Ich meine, hier ist schon ein Teil Schneegebiet. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Jetzt kann ich nur hoffen, dass er sich hier im Parazzo ein bisschen verfängt. Ich renne einfach mal hier runter. Natürlich nicht. Ich meine, ich kann ihn vielleicht. Schaffe ich es auch, den zu legen? Vielleicht hört er aber auch auf, mir zu folgen. Auf jeden Fall habe ich deshalb meinem Pferdchen Movement Speed gegeben. Hier ist jetzt halt schon ziemlich doof mit der Klippe. Okay, er hat auf jeden Fall was anderes gefunden. Wobei, wir könnten hier auch mal sehen, dass wir hier relativ sicher runterkommen. Ja. Vielleicht finden wir hier ja, was wir suchen. Da sind Tribesmen. Das heißt, wir versuchen hier oben darüber zu kommen. Ja, das ist halt Extinction Core. Da ist nicht so ein Larifari mit Vanilla-Dinos. Hier haben wir dann halt echt Probleme mit diesen Tribesmen. Verdammt. Ich weiß gar nicht, darf man das sagen im Video? Wenn ich nicht mal so viel fluchen soll, dann schreibt es mir einfach rein. Aber manchmal lässt sich nicht vermeiden. Ich versuche auf jeden Fall ruhig zu bleiben, auch wenn ich sterbe oder so. Ich meine, das ist mir schon oft genug passiert. Machen wir uns mal nichts vor. Niemand ist öfter gestorben bei Ark als ich. Sogar bei den Events, die eigentlich relativ sicher sein sollten, wo es heißt, man stirbt nicht, könnt ihr euch sicher sein, der Erste, die da stirbt, bin ich. So. Wir könnten natürlich auch versuchen, zum roten Obelisken. Ja gut, nur wo reisen wir dann hin? Ich wüsste jetzt auf die Schnelle gar nicht, in welches Gebiet ich für die Dödis müsste. Deshalb war jetzt eigentlich so mein einziger Ansatzpunkt Redwood. Und es ist mir auch ein bisschen egal, was für Level der hat. Hauptsache, ich habe einen. Also der kann auch ein ziemlicher Low-Bob sein. Ach, Mist. Ah, okay. Der hat die Katze dort verjagt. Oder die Katze hat sich einfach einen anderen gesucht. Auf jeden Fall sind da welche. Jetzt sind hier schon wieder so viele Käfer. Ja, ich mache noch Schaden. Das heißt, eins will immer noch nicht sterben. So.
sehr schön. Da haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen Chitin, für den Fall, dass unsere Rüstung mal kaputt gehen sollte. So, das Problem ist, wenn jetzt dort so eine Miezekatze ist, wenn die Dödis die nicht K.O. schlagen... Ach, schade, der wäre... Ah, nee, der wäre nicht gezähmt. Betäubt. Ja, wenn die Dödis die nicht besiegen, haben wir da halt eine Katze rumrennen. Okay, Mikroraptor, Dödi. Ich glaube, das sieht sehr gut aus für den Dödi. Ach, das Polovia ist es sogar. Das ist ja noch ein Stück nerviger. Aber der Dödi, der schlägt sich klasse. So. Wir könnten uns ja mal versuchen, den hier anzulocken. Weg vom Polovia. Ob das klappt, ob das klappt. Ja. Okay, der hat wahrscheinlich gerade selber Probleme. Warum läuft mein Pferd? Ja, was hat er denn für Probleme? Wo rennt er denn hin? Muss nur aufpassen, dass mir nicht gleich was folgt. Ah, jetzt kommt er. Sehr gut. Ja, wir wollen ihn ja hierher locken. Er könnte halt wirklich mal ein Stück schneller laufen. Ich glaube, ihn interessiert das schon gar nicht mehr. Jetzt. Ja, immer mal wieder anschießen, aus dem Redwood locken. So wird es dann. Ganz langsam. Ach komm schon bitte, ich will doch nur einen Dödi mit nach Hause nehmen. Ich darf ihn halt auch nicht zu sehr betäuben. Okay, das sollte kein Problem sein. Zu sehr betäuben werde ich ihn wohl nicht, aber ich muss halt trotzdem aufpassen. Denn ab einem bestimmten Wert rennen die ja dann bekanntlich weg. Jetzt interessiert ihn schon wieder gar nicht mehr. Er rennt da in die andere Richtung. Ich bin doch hier. Weißt du was, dann schieße ich jetzt auch weiter auf dich drauf. Okay, jetzt kommt er wieder. Der andere ist noch mit dem Polovia beschäftigt, das ist sehr schön. Das heißt, wir könnten Glück haben, wenn wir den hier ein bisschen an Land ziehen. Sollte er hier um die Kurve kommen, ja. Da kommt er. Dass wir ihn vielleicht hier so ein bisschen in der Kuhle haben. Und einbauen können. So. Ja. Ja. Wir spielen jetzt mal ein bisschen Katz und Maus mit ihm. Gut, dass der so einen Wendekreis auch hat. Da habe ich noch ein bisschen Zeit, immer nachzuladen und mich in die Richtung zu drehen. Wo will er denn hin? Nicht zu mir. Bitte nicht in die Richtung. Oh, verdammt. Das Gute ist, wir können ihn relativ gechillt hinterherlaufen. Komm schon, fall einfach um. Der hat massig Torpor. Aber... Ja, der ist ja lustig. Ich kann gechillt rückwärts laufen. Und der kommt mir einfach nicht näher. Ich brauche da nicht mehr viel. Okay. Das klappt für den Moment besser als gedacht. So, komm, jetzt müsst ihr gleich liegen. Hier wär's gut. Bitte. Leg dich hin. Leg dich hin. Ups, der war daneben. Ja. Ja.
Sehr gut. Da hat er sich schlafen gelegt. Perfekt, das heißt, das, das und das. Sofort hier rein. Nein, nicht die Haut. Ne, wo habe ich jetzt die Opiate? Habe ich ins Dings gelegt? Ja, sehr gut. Das heißt, er will das auf jeden Fall schon mal. Was ich ihm da reingepackt habe. So. Okay, das sieht auch vom Topo-Wert ganz gut aus. Du bekommst noch ein bisschen Movement Speed. Soll ich ihn jetzt einbauen oder nicht? Oh, verdammt. Ich bin mir echt unschlüssig. Ich meine, er hat ja jetzt einen Haufen Hunger. Wenn er sich damit beeilen würde, ne? Wäre das alles kein Ding. Ich kann natürlich ein bisschen Fett sammeln. Und dann baue ich wenigstens so eine kleine Fettwand drüber. Denn meine Axt, die ist gleich kaputt. Das wird, denke ich, schwierig. Gut, dass hier so große Bäume sind. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, hier muss ich auf jeden Fall hin zum Holz sammeln. Eindeutig. Das geht viel besser. Nein, ich will nur Fiber. Man gebe mir Fiber, man gebe mir noch mehr Fiber. Bitte, 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 bitte. Ja, los geht's, los geht's. Ich will doch nur den Dödi mit nach Hause nehmen. Damit ich nicht mehr meine Axt immer kaputt machen muss beim Steine klopfen. Das erledigt dann der Dödi für mich. Die Steine. So. Sehr gut. So. Lieber Dödi. Wie sieht's aus? Noch nicht besser. So, dann bauen wir erstmal Foundations. Ich habe keine Lust, die anderen zu bauen. Außerdem bietet das nochmal ein bisschen mehr Rundumschutz. Hoffentlich. Wobei dann 8 vielleicht doch ein bisschen viel schon sind. Ups. Ich glaube, jetzt habe ich noch eine mehr gebaut. Ja, das sind zu viel. Das reicht ja so. Viel mehr braucht er ja nicht eingebaut zu werden. Also, ich brauche schon noch Winde, aber so insgesamt würde das dann schon passen. Ja, sehr gut. So, jetzt noch. Wow. 1, 2, 3. Vier Stück. Jetzt fängt er auf jeden Fall an zu fressen. Sehr schön. Was machst du für Geräusche? Okay. Der Ernst, ich komme nicht hoch. So. Oh Gott, und da kommt so ein Dings immer näher. Ups. So. Du kannst ruhig ein bisschen mehr essen. Dafür habe ich dir Essen gegeben. So, einfach mal hier noch eine Tür rein. Ja, genau. Genau so. So isst man. Stell es dir vor. So. Und noch. Ja, drei Dächer. Und dann haben wir ihn auch schon eingebaut. So, 3. Das ging doch relativ fix. Bis jetzt. Muss ich sagen. Vor allem, ich nehme mir was vor. Oh, ich brauche nur 2. Na, egal. Dann baue ich noch eins hier ran. Abstandhalter oder so. Die Tür hindert mich daran, mit ihm zu kommunizieren. Moment, 100 Kartoffeln.
Er bekommt 2% dazu. Das sollte doch reichen. Du könntest auch ein bisschen schneller fressen. Du hast ja auch genug Hunger. Komm schon. So, jetzt hast du noch ein paar Narcotics bekommen. Ist das denn nichts Tolles? So. Level 240 ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich hätte auch einen schwächeren genommen. Wie gesagt, aber... Ja, wenn das so das Level ist, ist doch auch okay. Gut, dann würde ich mal sagen, er ist jetzt erstmal hier eingebaut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich mit dem fettigen Dödi. Ich kann schon gar nicht mehr reden vor Aufregung. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr mögt. Hier im Spieleparadies mit mir, Maxim. Macht's gut und tschüss.